Peter Tauber gesagt, ihr seid doch die rot lackierten Faschisten. Herr Tauber, dafür erteile ich Ihnen eine Rüge und mache im Übrigen deutlich, dass Vergleiche mit dem Nationalsozialismus hier im Hause nichts zu suchen haben. Ja, Mann! Verstehst du? Aber zur Wahrheit gehört leider auch, das Land hat sich in dem ein Jahr, in dem Deniz Yücel im Gefängnis war, dramatisch verändert, und davon zeugt diese Debatte. Denn mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Übrigens, wenn Sie die Nummer des Ausstiegstelefons von Neonazis brauchen, ich habe sie Ihnen, ich kann sie Ihnen gern zur Verfügung stellen. Kollege Özdemir. Nein, ich gestatte keine Zwischenfrage. Sie hatten ja vor kurzem einen politischen Aschermittwoch. Mich hat es eher an die Rede im Sportpalast erinnert, sehr geehrte Damen und Herren. Zwei, drei oder vier Ehefrauen? Oder etwa doch? Und Integration? Darum bitten, dass wir wieder zu einer sachlichen Auseinandersetzung kommen. Peter Tauber gesagt, ihr seid doch die rot lackierten Faschisten. Herr Tauber, dafür erteile ich Ihnen eine Rüge und mache im Übrigen deutlich, dass Vergleiche mit dem Nationalsozialismus hier im Hause nichts zu suchen haben.